Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Schloss des Biestes fertig gemacht und jetzt sind wir auf dem Weg zur nächsten Welt. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, falls ich mich entweder komisch anhöre oder ob die Qualität jetzt nicht mehr so ist wie vorher. Das liegt daran, weil ich mir vor ein paar Tagen einen neuen PC geholt habe und ich muss natürlich wieder das ganze Aufnahmeprogramm und so darauf installieren, einstellen. Das Mikrofon muss ich gerade eben noch erstmal wieder richtig einstellen. Und ich hoffe, ich bin nicht zu laut oder zu leise. Hallo, 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 hallo. Und ja, das wird dann vielleicht in den ersten Folgen eher noch ein bisschen komisch klingen. Außer es funktioniert, weil keine Ahnung. Ich habe noch keine richtigen Boxen. Das kann ich nämlich dann irgendwie nicht so feststellen, ob ich mich irgendwie komisch anhöre oder nicht, weil irgendwie hört sich alles komisch an. Weil ich höre nur den Ton aus dem Bildschirm und ja, weiß ich nicht, ob der jetzt so detailgetreu ist. Aber egal. Wir nehmen jetzt hier einfach auf und gucken mal. Wir müssen die Phantomstraße entlang fliegen, um diese Welt zu erreichen. Machen wir das. Wieder eine Gruppenschiff-Mission. Yeah! Ausgezeichnet. So, ich hoffe, mein PC schaltet sich nicht aus, also der Bildschirm, weil das scheint irgendwie so, weiß nicht, eine Sache zu sein. Aber schauen. Solange irgendein Programm läuft, dürfte das ja nicht passieren. Der ist noch niegelnagelneu, deswegen weiß ich nicht. So, was ist Angriff? Das hier, nehmen wir das hier. Immer Angriff. Angriff ist am besten. Dann nehmen wir die Falken, Level 2. So, wie geht nochmal Luftschiff fliegen, ja? Habe ich schon erwähnt, dass ich irgendwie vor ein oder zwei Wochen das letzte Mal das Spiel gespielt habe. Wird jetzt ein bisschen ändern. Jetzt ist erstmal ein bisschen Stress vorbei. Und ja. Ich war Zeit und jetzt wird auch ein bisschen mehr aufgenommen. Außerdem kann ich jetzt schneller bearbeiten und all sowas. Deswegen perfekt. So, Schatzliste. 1, 2, egal. Was hat schon ein Piratenschiff hier? Hey, ihr Lieben. Ihr Lieben. Nein. Halt mich mal bitte. Wieso fand ich schon immer schwer, weil man kann das Schiff auch bekämpfen und theoretisch auch besiegen, aber es ist verdammt schwer. Ich fand das jedenfalls schon immer schwer. Aua. Oh nein. Warte mal nicht am Glitzern. Ja, was ist denn da? Watch out! Das sind Gummijet müssen wir machen irgendwann, wenn wir voll die unmenschlich starken Schiffe haben. Aber jetzt bringt es doch nicht. Nein! Wollte ich auch so rein. Da oben die Kanonen kaputt schießen. So, warte hier. Ich mal einsammeln. Ich habe beinahe irgendwie voll weg. Schlagen wurde davon. Fängt bestimmt voll scheiße jetzt an. Aber naja, ist ja noch ein paar Parts mit Leben. Au! Ich dachte, ich war ausgewichen. Oh Gott. HP, achso, ja. Ich muss jetzt mal gucken, wo stehen überhaupt meine HP noch. Au! So, und ja, das war's. Verdammt. Ey. Ich habe schon eine Erinnerung, dass das schwer ist, aber trotzdem, das ist unmenschlich. Habe ich die Schätze jetzt schon? Let's go! Ich mache einen Trostpreis. Also nicht in alles reinfliegen, danke. Au, au. Ich krieg noch nicht mal den hier down. Okay. Ist für euch. Ein Medaille bis jetzt. Da fliege ich auch schon beinahe wieder rein. Ah, diese Viecher, ne? Oh, ich kann. Oh. Watch out!
Oh, das hat nervig hier. So, wir müssen die Kanonen erstmal anschauen. Sieht ja, was die gemacht haben mit mir. Da treffe ich die, ja. Ein bisschen. Ja, kaputt. Genauso wie in Kingdom Hearts 1 kann man sich über mächtige Schiffe am Ende bauen. Ja, besser, wenn man alle Missionen und also was hier immer machen will. So, jetzt bin ich kaputt. Oh, ich bin ausgeglichen, Mann. Lange weg. Habe ich, aber ich krieg mich als ja. Au. Medaillen Level können wir sowieso nicht hier kriegen. Das ist irgendwie vollkommen unmöglich. Au. Haben wir jetzt genug auf mich geschossen? Oh mein Gott. Die Dinger gehen ganz kaputt, die verdammten Kanonen in der Mitte. Hilft einfach nicht. Ist da unten hat sich kaputt waren. Oh, mit einer Level 5, geil. Ha. Ding schon so im Eimer, ne? Aber trotzdem fliegt es noch. Gehst du mal weg? Ich hoffe, ich von denen noch angeschossen habe. Nein, nein, geht weg. Niemanden Schiffe war dann auch verteilt. Und ich habe das gewusst. Nein, ich will die nicht klauen. Die ist noch verteilt. Woher will ein Viecher? Ich wollte die nicht töten, Mann. Wir haben das sogar. Ach! Ausgezeichnet. Aber die Kanone, die lebt noch, Mann. Was ist das? Nicht die blöde Kanone auf dem Schiff hier überlebt. Ich diese Gott. Fahrt gesichert. Ah, Mission 1 und 2. Ivan Level 3. Kein Falken Level 3. Nein, Major System. Ja, da kommt irgendwann mal zurück. Drei Stück. Mann, was ist das denn? Das haben wir erstmal alle Gummijet-Dinger hier, die wir machen können. Müssen wir erstmal eine Story weitermachen. Ja, die wird kennen wir ja, ne? Oh. Arena des Olymps. Landen in Arena des Olymps. Aber sicher. Gib's mir. Ich meine, komm, gehen wir. Was? Gut. Ja, ist klar. Schmeiß den einfach aus der Welt raus. Also wahrscheinlich irgendwo im Schloss des Biests. Übrigens, Welt von Herkules. Aber weiß man ja, ne? Ja, genau so sah es aus. Huh? Are you sure this is the Colosseum? It's that way. Oh, guess we were a little off. So, falsch abgebogen sein. Eine Jungfrau in Nöten, wir müssen sie retten. Warum könnte man nicht direkt dahin laufen? Ehrlich. Jetzt mal ohne. Warum extra noch da eine Szene einbauen? Wir können neue Waffen kaufen. Geil. Ihr Goofy, nimm das. Nimm das. So, mehr Magie, ja.
noch ein Schlüsselschwert kaufen? Ich meine, es ist so schwer, irgendwie so einen Anhänger zu kaufen für ein blödes Schlüsselschwert. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. So, nehmt ihr das mal. Man wollte echt Ausrüstung. Wir haben gar nichts. Er braucht noch nichts, ne? Kommt schon da. Ja, warum muss die Cutscene irgendwie noch abgebrochen werden? Konnte man nicht direkt einfach zu ihnen gehen? Thanks, but I'm fine. And you're supposed to be? I'm Sora. He's Donald and that's Goofy. We came to see how Hercules. Der Reihenfolge. Immer. You know Wonder Boy? Yeah, plus we're heroes too. You mean junior heroes, Donald? Looks like we have a friend in common. Name's Megara. My friends call me Meg. Wie geht's Hack denn? Der Wunderknabe, na, der tobt sich jeden Tag in der Arena aus. Ihr wisst doch, ein Held ist immer ein Einsatz und so ein Kram. Er ist fast am Ende seiner Kräfte, aber kämpft weiter und weiter. Aber selbst der Wunderknabe hat seine Grenzen. Diese Gegner weiß nichts Gutes. Versandte von Hades persönlich. Gesandte. Versandte, was? Hades! Richtig, der Herr der Unterwelt. Ich war gerade auf dem Weg zu ihm. Vielleicht gönnt Hades unserem Wunderknaben ja eine Atempause. Wenn dem guten Herkules etwas zustoßen sollte... Donnerwetter, hört sich so an, als seid ihr mehr als nur Freunde. Wie meinst du das? Wir werden uns mal ein wenig mit Hades unterhalten. Ich finde nicht, dass dir auf dem Weg zu ihm etwas passiert. Was wollt ihr wirklich machen? Nun ja, sieht so aus, als wüsstet ihr, was ihr tut. Ich schätze das Angebot nämlich an. Also sehen wir etwas aus, als wüssten wir nicht, okay. Aber lasst uns das ganze Plausch mit Hades Geschichte für uns behalten. Unsere Lippen sind versiegelt. Ja, wir sehen aus, als wüssten wir, was wir tun. Wir sind ein Junge mit unberechenbaren Haaren. Wir sprechen Ente und ein sprechender Hund. Ah ja, und ich laufe mir einen riesigen Schlüssel rum. Warte mal, habe ich jetzt noch... Also glaube ich jetzt vom... Nee, habe ich nicht... mein Königsanhänger, lieber. Wegen Verteidigung. Esprit ist jetzt noch nicht so wichtig. Haben wir überhaupt Vita? Nee, ne? Doch, Vita haben wir jetzt. Ja. Vita. Aber man kann ja hier so MP-Kugeln sammeln, deswegen ist das nicht so schlimm. Au. Ich hab schon gedacht, das wäre jetzt geil, wenn ich so ein Bösteil noch trifft, dann würde ich mich echt drauf treffen. Aber merke, wir haben keine Drive-Leiste. Die ist ein bisschen verkettet. Dazu später mehr. Wir haben sowieso die Drive. Oh Gott. Yeah. Oder ein Typ, der einen Mantel trägt. Ja, wir waren sowieso die Heldenform. Autsch. Mann. Wir waren sowieso die Heldenform hier. Nicht mehr am Leveln. Die war schon voll gelevelt bis jetzt. Das ist halt egal. Oh, oh. Oh, Maximum AP. Du brauchst aber keine. Wir werden davon schon wieder getroffen. Item Boost, du benutzt keine Item. Hier werden keine Items benutzt. So, und ihr schon wieder. Ja. Aber kein, aber noch gar keinen Blitz. Ich habe mich schon so darauf eingestellt. Drive-Kugeln, die bringen mir relativ wenig. Lauf schon mal mit Haar, das ist ja nur ein Gott. Also wir gehen da so hin, als weiß ich nicht. Wir reden mal mit Hades, ja. Aber wie schlimm kann der schon sein? Er ist ja nur ein Hades. Ein Gott der Unterwelt, ne? Ein sterbliches Wesen. Übermächtigen Kräften. Au. Schlitz. Man kann auch so Kommos machen, wenn man einfach irgendwas verbindet. Habe ich ja nicht wegen euch gemacht. Wer ihr seid.
Wir sind Sora, Donald und Goofy. Sora ist immer vorne. Abilitamin genommen, gefunden. Was haben wir noch hier? Den hier kann ich brauchen. Habe ich 2 oder 3 oder 4? 2 habe ich. Ich konnte man noch nicht benutzen, stimmt. Ich gern Vergeltungsschlitzer. Nehmen wir mal Item Boost raus. Wenn wir aufhören getroffen zu werden, Mann. Ihr tut mich hier voll blamieren. Oh Mann, Magiekraft, sehr gut, Donald. Aber jetzt nicht mehr, gut. Das ist ein Sticker. Ja. Da komme ich nicht dran. Mann. Oh, hier wäre eigentlich Esprit nicht schlecht. Warte mal. Nehmen wir mal die. Upp. Esprit. Das bringt es irgendwie ein bisschen mehr hier in dieser Welt. Da wird zwar jetzt weniger ab, aber wir ziehen sowieso irgendwie noch nichts ab, habe ich das Gefühl. Willkommen auf Freiheit habe ich doch gar nicht. Also sowieso nur die ganze Zeit angreifen. So, tut sich meine MP auch heilen, wenn ich im pinken Bereich bin. Hi. Run, run away. Okay. Bitte? Was haben wir denn da? Was ist das wohl für ein Buch? Der Titel lautet wohl Abwesende Silhouette. Besser nicht berühren. Wir sind in der Unterwelt, da ist Vorsicht geboten. Stimmt, das könnte eine Falle sein. Ja, hört auf Goofy, der hat Ahnung. Er ist der intelligenteste Charakter in ganz Disney. In dem Spiel jedenfalls. Ein Buch voller Mysterien, es regnet die abwesende Silhouette. Gut zu wissen, ich kann nichts machen. Mach ich auch noch nicht. Bin ich irre, hallo? Das wird später geklärt. Ja. Muss das werfen, um mich oft zu machen. So. Aber direkt, dann geht das schon weg. So, ja. Man kann Level abbekommen, das stört mich. War Cutscene. Schon sagen, wann kommt die Szene? Die ich so warte. Where do they dig these freaks up? Jeez Louise. Oh, they're nothing but trouble, the whole lot of them. So, what are you gonna do about Hercules? He's made mincemeat out of every fighter you sent at him. Pretty soon, the underworld's gonna be standing room only. Say, why don't you just pick somebody already dead and save him the trouble? Dead. Dead is good. And I know just the warrior. Wen denn? Oh Mann. I'm scared too, Donald. Hades, come out! So hat keine Angst. In so einer Frisur sollten andere vor ihm Angst haben. Warum? Oh Gott. Warum hat ich heute irgendwie so auf der... Ah! Seine Frisur. Au! Au! Oh mein Gott. Ich springe einfach. Ja. Kann ich nicht aufwärts schlitzen? Kann ich aufwärts schlitzen? Aufwärts. Schlitzer machen.
Ich kann noch ein Level up, danke. Au. Aber. Oh. Alter. Geht jetzt mal langsam gut. Klar, ne? Hi. Nehmen wir mal ab, ne? Verpisst euch. Ich ziehe einfach so wenig ab, auch. Ja, das war der ich. Ach, noch getroffen. Ich glaube, gegen die Viecher bringt jetzt gar nichts, oder? Gut gemacht, Donald. Oh mein Gott. Da. Gib mir mal ein Level ab, nee, ne? Boah, echt. Kein Gegner mehr. Mal hoch. Kommen wir uns wieder MP. Seelen zerstören. MP zu bekommen. Ich glaube ja. Also war böse. Gut. Status. Achso. Das ist Level 6, ja. Da muss man ein bisschen spammen. Ja, gut, aber ich würde sagen, ich beende den Part hier und noch ein paar Dinger hier weg, damit unsere MP wieder da sind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.